Ich spüre die Gegenwart von jemandem. In eure Welt gesetzt habe. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Man verliert so leicht den Überblick. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen und ein Champion bringt ihn zur Grabstätte zurück. Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein Tätscheln eures Kopfes. Einen Kuss auf eure Wange. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen, eure Gier nach Macht.
euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken, denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Der Eid ist geschworen, die Würfel sind gefallen, und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl, Nachtigall. Achtet darauf, dass der Schlüssel diesmal hier bleibt. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens, der Halbmond für den Agenten der Täuschung und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt, wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Nun vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen, und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Gallus, Mercer Freyr, die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren. Indirekt, die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn stärker. Der Agent der Tarnung ist Meister darin, ungesehen zu bleiben. Er kann die Dunkelheit manipulieren und zu seinem Vorteil nutzen. In mondbeschienenen Nächten oder verdunkelten Zimmern wird dieser Agent wirklich unsichtbar. Der Agent der Täuschung nutzt den Schatten, um das Urteil der Personen um ihn herum zu vernebeln. Indem dieser Agent die Dunkelheit nach seinem Willen webt, kann er andere so manipulieren, dass sie über einen begrenzten Zeitraum für die Nachtigall kämpfen. Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn stärker. Wählt euren Weg, dann wird eure Reise beendet sein. Ja, Nachtigall? Ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das.
das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Er ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, Gallus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Ja, Nachtigall, was gibt es? Wenn dieser Ort je wieder in Gefahr gerät, werden die Schatten euch rufen. Bei Bedarf verbindet ein Portal die Grabstätte mit der Nachtigallhalle. Das könnt ihr nutzen, wann immer ihr möchtet. Gallus' Eid ist erfüllt worden. Durch seine Handlungen ist er den Bedingungen nachgekommen. Jetzt wird sein Geist eins mit dem ewigen Zwielicht, dem Reich der fortwährenden Dämmerung und der Wiege der Schatten. Nein, nicht fort. Er ist eins mit den Schatten geworden. Das ist die größte Ehre, die einer Nachtigall zuteil werden kann. Im Tod ist er ein Teil dessen geworden, was wir leben. Oh ja, wenn wir wandelt im Schatten, oder wandelt mit den Schatten sagen, bitten wir die dahingeschiedenen Nachtigallen, uns zu beschützen. Wir glauben, dass sie unser sprichwörtliches Glück bewirken, indem sie ihre Hand auf unsere legen und sie führen. Darum muss der Schattensee wieder geöffnet werden. Ohne ihn kann Nocturnal sie nicht passieren lassen. Ich habe beschlossen, mich in der Nachtigallhalle niederzulassen. Da sie auch euer Zuhause ist, hoffe ich, euch und Brynjolf dort zu sehen. Natürlich besuche ich vielleicht hin und wieder einige Städte in Himmelsrand, um Dinge zu besorgen. Wer rastet, der rostet schließlich, nicht wahr? Lebt wohl, haltet die Augen offen und wandelt mit den Schatten.
Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund.